Ja, herzlich willkommen. Sie finden auf unserem Vortrag hier vier Namen präsent. Mein Name ist Gina Bollinger. Ich habe heute die Ehre, hier das zu moderieren. Frau Bergmann ist heute leider nicht anwesend, war bei der Entwicklung dabei und so kam auch das Projekt zustande am Kriminologischen Forschungsinstitut. Frau Bergmann und ich haben vor einiger Zeit dieses Projekt initiiert und das war noch eine Zeit, wo man teilweise auch ein bisschen dafür werben musste, dass sich KriminologInnen mit Cybercrime beschäftigen. Und ich finde, wenn man jetzt sich so ein bisschen die Forschungslandschaft anguckt, was es mittlerweile gibt, hat man doch Cybercrime mehr und mehr auch aus der alleinigen IT-Nische so ein bisschen rausgeholt. Und das finde ich sehr begrüßenswert, dass es mehr und mehr ein Feld ist, was auch von anderen Disziplinen bespielt wird, betrachtet wird. Und das macht ja dann oft auch einen Mehrwert, dass aus unterschiedlichen Disziplinen Fachwissen, Perspektiven eingebracht werden. Und so kam es dann auch zu diesem Projekt. Dr. Anna Eisenhardt und Philipp Müller, die heute hier vorstellen werden, führen im Moment das Projekt durch. Frau Eisenhardt ist die Projektleiterin, hat soziale Arbeit studiert und Kriminologie, hat eine lange Zeit in der Schweiz gearbeitet und ist seit 2018 am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen tätig und leitet dabei unter anderem dieses Projekt. Und Philipp Müller hat Soziologie studiert und Kriminologie und ist seit 2017 am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen und als Projektmitarbeiter involviert. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute die ersten Ergebnisse vorstellt, die ja auch noch so gar nicht so präsent sind, also recht frisch zu dieser Thematik. Und ich übergebe euch auch gleich das Wort, nur noch vorab. Bitte ich um ein bisschen Verständnis. Wir haben kleine technische Schwierigkeiten bei Herrn Müller. Der fliegt ab und zu mal raus, ist aber sehr schnell wieder drin. Davon lassen wir uns jetzt gar nicht irritieren. Es konnte im Vorfeld irgendwie nicht geklärt werden. Ja, aber damit können wir sicherlich alle leben. Gut, dann übergebe ich euch das Wort. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank, Gina, für die nette Einführung und Vorstellung. Auch ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und mich für Ihr Interesse bedanken. Also mein Kollege Philipp Müller und ich werden Ihnen jetzt gleich im Wechsel in den nächsten 30 bis 40 Minuten die Ergebnisse, die ersten Ergebnisse des Projekts Cybercrime gegen Privatnutzerinnen vorstellen. Während des Vortrags möchten wir gerne folgende Punkte ansprechen. Zunächst möchte ich darauf eingehen, was eigentlich unter Cybercrime verstanden werden kann und auch welche Definition wir im Forschungsprojekt zugrunde gelegt haben. Anschließend möchte ich dann ein paar Worte sagen zur Ausgangslage und so ein bisschen darstellen, was auch der Anlass für das Forschungsprojekt gewesen ist und Ihnen dann im Anschluss noch so ein paar Informationen zum Projekt im Allgemeinen geben. Dann werden wir auf die Messung von Cybercrime eingehen, beziehungsweise genauer genommen darauf, wie wir Cybercrime im Projekt gemessen haben. Und dann folgt der größte Block, nämlich die Vorstellung der Ergebnisse. Wobei wir hier heute den Fokus auf Cybercrime-Viktimisierung, das Anzeigeverhalten und ergriffene Schutzmaßnahmen gelegt haben. Und schließen möchten wir dann den Vortrag mit einigen ersten Ableitungen für die Prävention und würden uns da sehr freuen, wenn wir da auch mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Aber nun zu Beginn, was ist eigentlich Cybercrime? So ganz generell kann man sagen, dass das kein fester Straftatbestand ist und es auch keine feste rechtliche Definition darüber gibt, was eigentlich unter Cybercrime verstanden wird. Ja, was man allgemein darunter verstehen kann, kann man hier so ein bisschen aus diesem Zitat von Huber herauslesen. Sie schreibt, dass man allgemein unter Cybercrime verstehen, alle Straftaten verstehen kann, die unter Ausnutzung der Informations- und Kommunikationstechnik oder eben gegen diese begangen werden. Das BKA unterscheidet zusätzlich, oder das war ja auch so ein bisschen, wurde es in der Definition angesprochen, aber beim BKA wird unterschieden zwischen Cybercrime im engeren Sinne und Cybercrime im weiteren Sinn.
Und unter Cybercrime im engeren Sinn werden Delikte verstanden, die einen direkten Angriff auf IT-Strukturen darstellen. Und die wären ohne diese IT-Strukturen auch gar nicht möglich. Und Beispiele dafür sind Malware, Ransomware oder auch das Ausspähen oder Abfangen von Daten. Cybercrime im weiteren Sinn bedeutet, oder da werden Straftaten zusammengefasst, bei denen das Internet Tatmittel und nicht das Tatziel ist. Also das sind Delikte, die auch offline vorkommen könnten. Beispiele hier sind Warenkreditbetrug, Cybermobbing oder auch Cyberstalking. Ja, was war nun die Ausgangslage bzw. der Anlass dafür, dass Frau Wollinger und Frau Bergmann damals diesen Projektantrag geschrieben haben? Zunächst einmal gab es einen Mangel an umfangreichen Erkenntnissen zu Risikofaktoren und wirksamen Schutzmaßnahmen vor Cybercrime. Es fehlten insbesondere auch Erkenntnisse in Bezug auf die psychischen Folgen oder ganz allgemein auf die Folgen von Cybercrime sowie hinsichtlich der Reaktionen von Betroffenen. Also werden die Delikte zum Beispiel angezeigt oder eher nicht? Was sind Gründe für eine Anzeige oder für eine Nichtanzeige? Und auch unterscheiden sich die Folgen von Cybercrime-Viktimisierungen von den Folgen von anderen Formen von Opferwerdung, die offline erlebt werden. Auch ist wenig bekannt über die Täterschaft im Bereich des Cybercrime und über die Täterinnen- und Opferbeziehungen. Und dieses Forschungsprojekt, wo wir heute Ergebnisse daraus vorstellen, adressiert diese offenen Fragen und will eben einen Beitrag dazu leisten, diese hier skizzierten Forschungslücken zu schließen. Ja, finanziert wird das Projekt von Pro Niedersachsen. Das ist ein Förderprogramm des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Und entsprechend liegt dann auch der Fokus des Projekts auf Niedersachsen. Es hat eine Gesamtlaufzeit von 2 Jahren und umfasst im Wesentlichen die 2 hier aufgeführten Module. Nämlich zum einen eine repräsentative postalische Befragung von 10.000 Einwohnerinnen ab 16 Jahren in Niedersachsen. Und aus dieser Befragung möchten wir Ihnen heute Ergebnisse vorstellen. Zusätzlich oder das zweite Modul ist eine Interviewstudie, wo wir Gespräche oder leitfadengestützte Interviews mit Betroffenen von Cybercrime durchführen, um auch noch vertieftere Informationen zu den Folgen und den Reaktionsweisen auf die Viktimisierung zu erlangen. Und da sind insgesamt 20 Interviews geplant und wir sind gerade dabei, diese Interviews durchzuführen. Und von den 20, die wir führen wollen, haben wir Stand heute 19 Interviews führen können. Da sind wir also ganz gut dabei. Und nun möchte ich gern das Wort an meinen Kollegen Philipp Müller übergeben, der Ihnen jetzt noch mal Näheres zur Methodik der Befragung erzählen wird und auch einige Ergebnisse vorstellen. Genau, vielen Dank, Anna. Vielen Dank auch an dich, Gina, für die nette Einleitung. Und vorab schon mal Entschuldigung, sollte ich in den nächsten 15 Minuten rausfliegen. Ich hoffe, es passiert nicht. Ja, aber ich konnte es leider vorab nicht in den Griff bekommen. Genau, ganz kurz zum methodischen Vorgehen. Was haben wir gemacht? Wir haben ein zweistufiges Zufallsstichprobenverfahren angewandt. Das heißt, wir haben in einem ersten Schritt Niedersachsen in 4 Regionen eingeteilt, in Hannover, Braunschweig, Weser-Ems und Lüneburg und haben dann innerhalb dieser 4 Regionen 73 Gemeinden mithilfe der GESIS zufällig gezogen und haben dann in einem zweiten Schritt die zuständigen Einwohnermeldeämter dieser zufällig ausgewählten Gemeinden gebeten, für uns eine Zufallsauswahl von den gemeldeten Personen ab 16 Jahren vorzunehmen. Je nach Größe der Gemeinde waren das so rund 125 bis 625 Personen, glaube ich, genau. Und diese zufällig ausgewählten Personen haben wir erstmalig mit einem Anschreiben unserem Fragebogen, der umfasste 16 Seiten, kontaktiert. Dem Fragebogen heftete noch ein 5-Euro-Schein als monetäres Incentive an. Und genau so 2 bis 3 Wochen später haben wir die Teilnehmenden dann nochmal entweder daran erinnert, teilzunehmen oder uns für die Teilnahme bedankt. Und was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass sie entweder die Möglichkeit hatten, den Fragebogen schriftlich auszuwählen und dann uns zurückzuschicken
oder anhand eines Links, QR-Codes, diesen Fragebogen auch online auszufüllen. Schon mal erste Dinge zur Stichprobe. 364 Personen waren insgesamt nicht erreichbar oder fälschlicherweise in der Stichprobe. Teilweise wurden uns falsche Adressdaten mitgeteilt, die Personen waren nicht auffindbar, waren zwischenzeitlich verstorben. So ist es, dass wir insgesamt 4.102 gültige Fragebögen zurückbekommen haben, schriftlich und auch online, wobei die überwiegende Mehrheit das Ganze doch schriftlich ausgefüllt hat. Und was einem Rücklauf von ungefähr 43% entspricht. Die Datenerhebung ist logischerweise abgeschlossen, die Datenbereinigung auch. Wir haben die Gewichtung nach drei Variablen, Alter, Geschlecht und Gemeindegröße vorgenommen, können aber sagen, dass es So, das ist, glaube ich, der Fall. Philipp, wenn du uns noch hörst, wir hören dich nicht mehr. Wobei jetzt sein Bild eingefroren ist. Ah ja, jetzt kommt er wieder rein. Vielleicht warten wir noch mal ganz kurz und wenn er jetzt länger weg ist, würde ich übernehmen. Mhm. Ich muss wieder da sein. Ja. Ja. Mich, okay. Ja, sorry, tut mir leid. Ich hoffe, das ist das einzige Mal. Ich beeile mich. Genau, wie haben wir Cybercrime gemessen? Das ist Cybercrime im engeren Sinne. Das sind fünf Items, fünf Verfahrensweisen, die wir unterscheiden für Cybercrime im engeren Sinne. Wir haben beispielsweise abgefragt, ob jemand Datenverlust, Datenbeschädigung durch Viren, Trojaner, Würmer erfahren hat, ob das Konto oder ein Konto bei sozialen Medien, das E-Mail-Konto gehackt wurde, das Online-Banking angegriffen wurde, ob jemand Phishing oder einen sogenannten Ransomware-Angriff erfahren hat. Und wir haben, was man hier sieht, in den Spalten sowohl Lebenszeitprävalenzen als auch Jahresprävalenzen für die 12 Monate vor dem Befragungszeitraum erfasst, sowie zusätzlich auch die Häufigkeiten seit Beginn der Corona-Krise, wobei wir da jetzt im Folgenden nicht drauf eingehen werden. Noch dazu analog zu Cybercrime im weiteren Sinne, ebenfalls Lebenszeit, Jahresprävalenzen. Hier sind es 11 Verfahrensweisen. Delikte, Straftaten kann man nicht unbedingt sagen, weil es eben nicht alle Straftaten sind. Ich werde jetzt nicht alle einzeln darstellen, aber wir haben beispielsweise gefragt, ob jemand online verspottet, beleidigt, beschimpft oder bedroht wurde, ob jemand einen Shitstorm erfahren hat, aus einer Gruppe online ausgeschlossen wurde, ob jemandem gegen den Willen sexuelle Fotos, Videos oder zugeschickt bekommen hat oder beispielsweise beim Kauf oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen betrogen wurde. Genau, weitere Konstrukte, weitere Dinge, die wir erhoben haben, sind zum einen der letzte Vorfall. Da war es so, dass wir den Vorfall an sich, also die Art des Vorfalls, das Delikt abgefragt haben, den Zeitpunkt, als auch die Beziehung zur Täterin, die finanzielle und psychische Belastung beim Opfer, das Anzeigeverhalten und die Gründe für die erfolgte Anzeige bzw. Nicht-Anzeige. Da wird meine Kollegin Frau Isenhardt allerdings gleich noch drauf eingehen, sowie die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten, ob die erfolgt sind und ja, welche. Genau. Sowie das Nutzungsverhalten als auch Schutz- und Vermeideverhalten in Bezug aufs Internet, das werden wir gleich auch noch kurz darstellen, sowie einige kriminologische, soziologische, psychologische Konstrukte, Theorien, auf die wir jetzt heute nicht im Gänze im Detail eingehen werden. Da würde ich Sie einfach auf zukünftige Publikationen verweisen. Ebenfalls noch ganz spannend, quasi auch gefasst unter Cybercrime im weiteren Sinne, das haben wir jetzt allerdings exkludiert, ist Hate Speech. Und noch ganz interessant ist der Fakt, dass wir ebenfalls Täterschaften erhoben haben, sowie die Offline-Prävalenzen für die Verhaltensweisen für Cybercrime im weiteren Sinne. Ganz kurz zur Stichprobe sind, wie gesagt, 4.102 Personen. Davon sind 48% in etwa männlich, knapp 52% weiblich und 0,1% divers. Das Durchschnittsalter dieser Personen beträgt etwa 50 Jahre und etwas mehr als die Hälfte dieser Personen
wohnt in Gemeinden zwischen 5.000 bis 49.999. Genau, zum Schulabschluss noch ganz kurz, ganz klassisch auch abgefragt, etwa ein Drittel verfügt über Abitur, ein Drittel über Realschul- oder gleichwertigen Abschluss und immerhin 20% über einen Hauptschul- oder gleichwertigen Abschluss. Direkt im Anschluss an die soziodemografischen Daten haben wir die Teilnehmenden gefragt, ob sie das Internet überhaupt privat nutzen. Hier ist es immerhin so, dass 12%, also 478 Personen angegeben haben, dass sie das Internet nicht privat nutzen. Genau, die Personen haben uns den Fragebogen dennoch zurückgeschickt, haben wir explizit darum gebeten. Wir würden uns jetzt aber im Weiteren bei der Präsentation der Ergebnisse auf jene 88%, also auf die 3.623. Also machen kann er noch was? Ja, ich bin wieder da, glaube ich. Es geht immer recht schnell. Sorry. Genau, also relativ auffällig ist, dass fast alle PrivatnutzerInnen das Internet nutzen zur Informationssuche, zum Senden, Empfangen von E-Mails, zum Chatten, Bilder oder Videos versenden, via WhatsApp etc. Immer noch ein sehr großer Teil nutzt das Internet zum Online-Shoppen, zum Streamen von Fernsehsendungen, Filmen, Serien oder YouTube. Ungefähr 70%, etwas mehr als 70% nutzen Online-Banking. Ungefähr zwei Drittel nutzen das Internet. Und da muss man sagen, dass wir abgefragt haben, die Internetnutzung für einen typischen Monat vor der Corona-Krise, für Videotelefonie, Musik oder Podcasts, soziale Netzwerke. Jede zweite spielt online Videospiele. 40% verkaufen über das Internet Waren oder Dienstleistungen. Immerhin 23% gaben an, online Pornografie zu konsumieren und relativ wenige betreiben Online-Dating oder eine private Webseite, einen Blog. Die eigentlichen zentralen Ergebnisse, die Opferschaften, Viktimisierungen, hier dargestellt für Cybercrime im engeren Sinn, und zwar die fünf Formen, die ich zuvor dargestellt habe, zusammengefasst. Hier lässt sich sagen, dass 29,7% mindestens einmal in ihrem Leben viktimisiert wurden durch eines der fünf zuvor dargestellten Delikte, durch eine der fünf Formen, und 13,9% in den 12 Monaten vor Befragungszeitraum mindestens einmal viktimisiert wurden. Hier auch nochmal dargestellt für die Einzeldelikte die Jahresprävalenzen in Prozent, also für die 12 Monate vor der Befragung. Relativ auffällig ist hier, dass das Konto bei sozialen Medien oder E-Mail-Konto am häufigsten gehackt wurde, bei 6,5% insgesamt der PrivatnutzerInnen. Bei 5,4% der teilnehmenden PrivatnutzerInnen haben Datenverlust oder Datenbeschädigung durch Viren etc. in den vergangenen 12 Monaten erfahren. Vertrauliche Daten ausspioniert wurden bei 4,9% der befragten PrivatnutzerInnen in den vergangenen 12 Monaten. Einen Ransomware-Angriff erfahren haben 2,4% und das Online-Banking angegriffen wurde bei 1,1% der PrivatnutzerInnen. Genau. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit Cybercrime im weiteren Sinne. Hier analog zu Cybercrime im engeren Sinn. Die 11 Verfahrensweisen und Verhaltensweisen, die wir zuvor zusammengefasst haben. Hier ist es so, dass die Zahlen etwas höher sind. Das sind 37,3%, die in ihrem Leben mindestens einmal durch eine der 11 Formen victimisiert wurden. Und 24,5% in den 12 Monaten vor der Befragung mindestens einmal viktimisiert wurden. Ebenfalls hier kurz noch dargestellt, die Viktimisierungserfahrung unterschied nach den jeweiligen Einzeldelikten, wiederum die Jahresprävalenz. Hier dargestellt ist Cybermobbing sowie auch Cyberstalking.
Auffällig ist hier, dass am häufigsten passiert ist mit 7,2% bei den befragten PrivatnutzerInnen in den vergangenen 12 Monaten, dass sie gegen den Willen online kontaktiert wurden oder versucht wurde, sie zu kontaktieren, dass sie mit 6,4% in den vergangenen 12 Monaten online verspottet, beleidigt, beschimpft oder bedroht wurden, da immerhin bei 2% häufiger als 5-mal in den vergangenen 12 Monaten. Und etwa 3% jeweils wurden online aus einer Gruppe ausgeschlossen oder über diese wurden Gerüchte verbreitet oder schlecht über sie geredet. Private Nachrichten, Fotos oder Videos von Betroffenen online veröffentlicht, gaben lediglich 0,8% der befragten PrivatnutzerInnen für die vergangenen 12 Monate an. Genau, die weiteren Delikte für Cybercrime im weiteren Sinne, hier sexuelle Belästigung sowie alles Weitere. Hier ist es auffällig, dass der Betrug beim Kauf oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen am häufigsten angegeben wurde, sowohl für Cybercrime im weiteren als auch im engeren Sinn, und zwar mit 8,4%. Allerdings lediglich oder 7,5% gaben an, dass sie lediglich 1 bis 2 Mal in den vergangenen 12 Monaten victimisiert wurden. Und immer noch verhältnismäßig hoch ist ungewollt online sexuelle Fotos oder Videos geschickt bekommen zu haben mit insgesamt 7,9%. Bei 3,1% passierte das häufiger als 5-mal in den 12 Monaten vor der Befragung. Und bei 7,1% wurden mehrmalig ungewollte sexuelle Annäherungsversuche online unternommen mit 7,1%. Ungewollt sexuelle zu sexuellen Handlungen aufgefordert wurden 2,3% der PrivatnutzerInnen und Identitätsdiebstahl haben 2% der PrivatnutzerInnen in den vergangenen 12 Monaten erfahren, sowie einen Shitstorm nur 1,6%. Genau, und ich würde das Wort jetzt wieder an meine Kollegin Frau Isenhardt übergeben. Ich weiß nicht, wie wir mit den Fragen vorgehen wollen. Vielleicht beantworten wir die einfach zum Ende des Vortrages. Wissen. Ja. Okay. Genau, ich habe die jetzt gesammelt. Ja. Ja, gut. Vielen Dank, Philipp. Ich würde nun noch zunächst auf Unterschiede zwischen den Befragten nach verschiedenen soziodemografischen Variablen eingehen wollen. Namentlich sind das Geschlecht, Alter, Schulabschluss und Gemeindegröße. Und auch hier haben wir wieder Unterschieden zwischen Cybercrime im engeren Sinne und Cybercrime im weiteren Sinn. Und haben zunächst allgemein geschaut, ob es da Unterschiede gibt, also für die Zusammenfassung der einzelnen Delikte in diesen Bereichen, aber auch für die Einzeldelikte. Wir haben außerdem geprüft, ob die Unterschiede statistisch signifikant sind, also ob sie auch über unsere Stichprobe hinaus verallgemeinerbar sind und ob für die gefundenen Unterschiede auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass diese nicht zufällig zustande gekommen sind. Und ich möchte Ihnen jetzt einige dieser signifikanten Unterschiede berichten. Diese Tabelle ist so zu lesen, dass überall, wo man hier so ein Kästchen mit einem Kreuz hat, da haben wir keine signifikanten Unterschiede gefunden, also weder beim allgemeinen Score oder Index noch bei den Einzeldelikten. Und wo ein Häkchen ist, da haben wir signifikante Unterschiede gefunden. Und zunächst kann man einmal ganz allgemein festhalten, dass wir für Cybercrime im weiteren Sinn häufiger signifikante Unterschiede gefunden haben als für Cybercrime im engeren Sinn. Ich würde jetzt anfangen, hier mit ein bisschen zu berichten über Cybercrime im engeren Sinn. Da haben wir zunächst einmal keine signifikanten Unterschiede nach Geschlecht und nach Gemeindegröße gefunden, wohl aber für das Alter, und zwar dahingehend, dass sowohl bei den Jahresprävalenzen, die wir uns angeschaut haben, als auch bei den einzelnen Delikten Jüngere stärker betroffen gewesen sind als Ältere. Auch signifikante Unterschiede haben wir gefunden für den Schulabschluss, wobei da im Gegensatz jetzt zum Alter nicht so ein klarer, eindeutiger Trend erkennbar gewesen ist. Bei Cybercrime im weiteren Sinn haben wir Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden. Und wenn wir uns die Jahresprävalenz anschauen, dann ist es so, dass Männer häufiger Opfer geworden sind von Cybercrime im weiteren Sinn als Frauen. Betrachtet man dann allerdings die Einzeldelikte, dann zeigt sich ein etwas differenzierteres Bild. Bei Beleidigung sind Männer häufiger betroffen,
Aber bei der Frage danach, ob Sie online kontaktiert wurden, nachdem Sie darum gebeten haben, dass die Person damit aufhört, wurden Frauen häufiger Opfer. Ebenso berichteten Frauen auch häufiger über Opferwerdungen durch alle der von uns erfassten Handlungen aus dem Spektrum der sexuellen Belästigung. Also sie wurden häufiger Opfer durch ungewollte sexuelle Annäherungsversuche. Ihnen wurden häufiger ungewollt sexuelle Fotos oder Videos zugeschickt und sie wurden auch häufiger zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Beim Betrug, beim Kauf und oder Verkauf von Waren wurden hingegen dann wieder Männer häufiger Opfer. Genau, beim Alter haben wir ebenfalls signifikante Unterschiede gefunden und das war vergleichbar mit den Unterschieden bei Cybercrime im engeren Sinne. Das heißt, Jüngere waren häufiger betroffen. Und die Anteile Personen, die nie eine der Verhaltensweisen aus dem Bereich Cybercrime im weiteren Sinn erlebt haben, wird mit zunehmendem Alter größer. Also da kann man einen Trend erkennen und auch bei allen Einzeldelikten waren immer Jüngere im Vergleich zu Älteren häufiger betroffen. Beim Schulabschluss haben wir ebenfalls Unterschiede gefunden und bezüglich der 12-Monats-Prävalenz lässt sich da nicht so ein eindeutiger Trend identifizieren, aber bei den Einzeldelikten hat sich gezeigt, dass bei vielen Delikten insbesondere Personen häufiger Opfer geworden sind, die angegeben haben, dass sie noch zur Schule gehen. Und das betrifft insbesondere die folgenden Delikte und Verhaltensweisen, die würde ich einfach mal kurz aufzählen. Also Schülerinnen und Schüler wurden häufiger Opfer von Beleidigung, Beschimpfung und Bedrohung. Sie wurden häufiger online aus einer Gruppe ausgeschlossen. Es wurde häufig Kontakt zu ihnen aufgenommen, obwohl sie darum gebeten, also weiter Kontakt zu ihnen aufgenommen, obwohl sie darum gebeten haben, dass die Person damit aufhören soll. Und sie wurden auch häufiger Opfer von sexuellen Annäherungsversuchen. Sie bekamen häufiger Fotos und Videos geschickt sexueller Natur. Und sie wurden auch häufiger zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Und keine signifikanten Unterschiede fanden sich bezüglich der Gemeindegröße. Hier wurde gefragt, wann der Unterschied signifikant bewertet wurde. Das würde ich jetzt vielleicht mal kurz mit aufnehmen, weil es da ja ganz gut passt im Moment. Und wir haben da das übliche Niveau von 5% angesetzt. Also. Genau, auf dieser Folie, das hatten wir auch vorher angekündigt, dass wir auch darauf eingehen werden, auf das Anzeigeverhalten. Und hier sehen Sie nun die entsprechenden Angaben, die da gemacht wurden. Mein Kollege hatte es schon angesprochen, das Anzeigeverhalten haben wir erfasst in Bezug auf den letzten Vorfall. Und 1400 Personen haben uns einen letzten Vorfall berichtet, beziehungsweise haben Angaben zu ihrem Anzeigeverhalten gemacht. Und im Ergebnis zeigt sich, dass insgesamt 14,2% das letzte Delikt, was sie berichtet haben, angezeigt haben. Auch hier haben wir wieder unterschieden zwischen Cybercrime im engeren Sinn und Cybercrime im weiteren Sinn. Und da zeigt sich, dass bei Personen, die als letztes Delikt ein Delikt angegeben haben, was wir hier in den Bereich Cybercrime im engeren Sinn einordnen können, haben 9,4 das Delikt angezeigt und bei Personen, die ein letztes Delikt angegeben haben, was zum Bereich Cybercrime im weiteren Sinne gehört, waren es 16,2%. Zusätzlich erfasst haben wir dann auch noch die Gründe für die Nichtanzeige oder für die Anzeige, also beides, bei denen Personen, die angegeben haben, sie haben angezeigt, haben wir gefragt, was die Gründe waren. Und bei denjenigen Personen, die nicht angezeigt haben, haben wir dann noch gefragt, warum sie keine Anzeige erstattet haben. Und hier auf dieser Folie abgebildet sehen Sie die Gründe für eine Nichtanzeige, wenn jemand nicht angezeigt hat. Und ich würde das jetzt einfach einmal kurz durchgehen. Vielleicht vorweg noch die Bemerkung, dass es sich um eine Mehrfachantwort gehandelt hat. Das heißt, die Befragten konnten mehrere Gründe gleichzeitig angeben. Relativ viele haben, also auch hier wieder unterschieden zwischen im weiteren und im engeren Sinn. Relativ viele haben angegeben, dass das Delikt für sie nicht so schlimm war. Das waren bei Cybercrime im engeren Sinn 63,3% und bei Cybercrime im weiteren Sinn waren es 37,7%.
auch viele haben angegeben, dass sie eigentlich keine Aussicht auf Erfolg gesehen haben, nämlich hier rund 50% bei Cybercrime im engeren Sinne. Also jeder Zweite hat das hier als Grund angeführt. Einige Personen und hier mehr bei Cybercrime-Delikten im weiteren Sinne als im engeren Sinn haben angegeben, dass sie eigentlich ihre Ruhe haben wollten und das Erlebnis vergessen wollten und dass sie deswegen von einer Anzeige abgesehen haben. Wenige haben gesagt oder angekreuzt, dass sie nicht wollten, dass das Erlebnis öffentlich wird. Und einige haben dann gesagt, dass sie nicht wussten, an wen sie sich wenden sollten. Und auch hier waren es mehr Personen, nämlich etwa doppelt so viele bei Cybercrime im engeren Sinn im Vergleich zu Cybercrime im weiteren Sinn. Dann haben wir noch als Antwort vorgegeben gehabt, dass der Vorfall aus ihrer Sicht keine Straftat gewesen ist. Und hier haben mehr Personen angegeben, die einen letzten Vorfall berichtet haben, der zu Cybercrime im weiteren Sinn gezählt werden kann, dass das der Fall war, wobei das auch ja nicht sehr erstaunlich ist, weil einige dieser Verhaltensweisen, die wir da erfasst haben bei Cybercrime im weiteren Sinn, für sich genommen ja auch keine Straftat darstellen. Dann haben 13, 14% haben angegeben, dass der Vorfall anders geklärt wurde. Dann konnte noch ein weiterer Grund angegeben werden. Also da gab es eine offene Antwortmöglichkeit. Das wurde auch genutzt. Also da haben auch verschiedene noch weitere Gründe angegeben, wobei einiges, was da genannt wurde, könnte man auch hier in die Kategorie davor einordnen, dass der Vorfall anders geklärt wurde. Da wurde zum Beispiel sowas genannt, wie dass sie Amazon oder eBay benachrichtigt hätten und dass die das dann geklärt hätten, wenn es da zum Beispiel zu einem Betrug gekommen ist oder dass gezahltes Geld beispielsweise über die Bank zurückgebucht werden konnte. Eine Person hat aber beispielsweise auch genannt, ja, dass die Person, die sie belästigt hätte, dass die psychische Probleme gehabt hätte oder zumindest ihrer Wahrnehmung nach psychische Probleme hätte und dass sie dieser Person nicht noch mehr Probleme bereiten wollen würde durch eine Anzeige. Aber das ist auch ein Punkt, diese Nicht-Anzeigegründe, wo wir dann sicherlich noch einiges mehr zu sagen können, wenn wir dann die Interviews ausgewertet haben. Also da ist auch nochmal einiges Material. Bevor ich dann jetzt zum Abschluss komme, möchte ich noch kurz einige Ergebnisse zu den ergriffenen Schutzmaßnahmen und zum Vermeideverhalten vorstellen. Ich muss mich ein bisschen für diese sehr volle Folie entschuldigen, aber wir wollten Ihnen das auch gerne alles darstellen. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, Sie können es größer machen, wenn Sie hier unten auf dieses Kreuz drücken, falls es irgendwie so nicht lesbar ist. Und wir haben eben sowohl gefragt, ob Sie diese Schutzmaßnahmen nutzen, als andererseits auch, wie oft die eingesetzt werden und wie oft die genutzt werden. Und ich würde das jetzt einfach ganz, ganz kurz durchgehen. Viele haben angegeben, dass sie ein Virenschutzprogramm nutzen und dass sie auch regelmäßige Updates vornehmen, also dass sie die aktuellste Software verwenden würden. Auch komplexe Passwörter hier werden von den meisten Befragten eingesetzt oder verwendet, wobei das sicherlich auch damit zu tun hat, dass das ja gewisse Voraussetzungen sind, wenn man sich irgendwo anmeldet. Also wir kennen das ja auch alle. Das Passwort muss bestimmte Anforderungen erfüllen, sonst können wir uns da gar nicht weiter anmelden. Verschiedene Passwörter für verschiedene Anwendungen nutzen etwas weniger Befragte oft oder immer, also da haben wir ein bisschen geringere Anteile und auch die Passwörter werden nicht regelmäßig gewechselt. Hier ist der Anteil am höchsten von Personen, die gesagt haben, dass sie das eigentlich selten oder gelegentlich machen würden. Der Großteil der Befragten löscht verdächtige E-Mails direkt, ohne sie zu löschen und auch der Großteil der Befragten sichert das eigene WLAN mit einem Passwort, wobei wir ein wenig überrascht waren, dass doch immerhin 5,5% gesagt haben, dass sie das nie machen würden. Also das hat uns ein wenig erstaunt. Ein VPN, also privat ein VPN, nutzen nur sehr wenige Personen, um sich im Internet zu schützen, aber das ist vermutlich auch noch was, was eher noch im beruflichen Kontext verbreitet ist. Und immerhin auch 13,3% haben gesagt, dass sie nie oder regelmäßige Sicherheitskopien ihrer Daten machen würden.
Dann sieht man hier auf der Folie noch das Vermeideverhalten. Also wir haben eben Schutz- und Vermeideverhalten erfragt. Und hier zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten doch in einer gewissen Weise sensibilisiert ist. Nämlich sehr viele passen auf, welche Links sie öffnen oder achten darauf, dass sie keine unbekannten Programme oder Daten herunterladen. Auch vermeiden ist ja doch ein relativ großer Anteil, weitestgehend persönliche Daten ins Internet zu stellen. Da haben wir auch noch gefragt, wie das aussieht in sozialen Netzwerken und werden da auch bald noch einen Abgleich vornehmen und sind gespannt, was sich da dann zeigen wird. Und auch bei der Nutzung von öffentlichen WLAN sind die Leute oder die Befragten eher vorsichtig und zurückhaltend. Genau, zum Abschluss möchten wir uns auf Basis unserer Ergebnisse noch an ersten Ableitungen für die Prävention versuchen. Und wie ich schon eingangs angesprochen habe, würden wir uns freuen, wenn wir die auch so ein bisschen mit Ihnen diskutieren könnten. Also eine erste Maßnahme haben wir so ein bisschen aus den Ergebnissen zu den Nichtanzeigegründen abgeleitet, nämlich dass noch mehr Aufklärung darüber geleistet werden oder vorgenommen werden könnte, was und wie man eigentlich Vorfälle anzeigen kann. Also ein nicht geringer Anteil Personen hatte ja angegeben, dass sie nicht gewusst hätten, an wen sie sich hätten wenden können. Und insbesondere haben das Personen ja angegeben, die Opfer von Cybercrime im engeren Sinn geworden. Auch wurde genannt, dass nicht klar sei, ob es sich überhaupt um eine Straftat gehandelt hätte oder nicht. Und Personen haben auch oder viele Personen haben angegeben, dass sie keine Anzeige erstattet hätten, weil sie keine Erfolgsaussichten gesehen haben. Also da haben wir jetzt daraus abgeleitet, dass man da gut noch mehr Aufklärungsarbeit leisten könnte. Eine zweite Ableitung ist, dass unsere Ergebnisse ja darauf hinweisen, dass je nach soziodemografischem Hintergrund die Befragten unterschiedlich von den verschiedenen Delikten betroffen sind und dass es von daher zielführend sein könnte, wenn man spezielle Maßnahmen für bestimmte Untergruppen entwickelt und diese dann auch gezielt anspricht. Also es hat sich ja zum Beispiel gezeigt, dass Frauen häufiger Opfer von sexueller Belästigung werden oder dass von bestimmten Delikten insbesondere Schülerinnen und Schüler betroffen sind. Also zum Teil wird das ja auch gemacht, dass da spezialisierte Maßnahmen entwickelt werden und das hat sich jetzt mit den Daten auch nochmal bestätigt, dass das sinnvoll ist und dass das da seine Berechtigung hat. Eine dritte potenzielle Maßnahme, die wir noch überlegt haben, ist, dass es sinnvoll sein könnte, noch weiter über Schutzmaßnahmen zu informieren. Also unsere Ergebnisse zeigen zwar, dass sich die meisten Befragten in irgendeiner Form im Internet schützen, es trifft jedoch nicht auf alle zu und einige sinnvolle Maßnahmen könnten vielleicht auch noch mehr da zum Einsatz kommen. Ja, das so unsere ersten Überlegungen aus dem, was wir Ihnen vorgestellt haben. Und damit wären wir am Ende unseres Vortrages. Und ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Und ich habe so nebenbei aus dem Augenwinkel im Chat gesehen, dass da auch schon ein paar vorhanden sind.